Herzlich willkommen zum Mittwochsding. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. An Ostern haben wir die Botschaft gehört. Jesus hat den Tod überwunden. Er lebt. Die Liebe ist stärker als der Tod. Und Jesus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben. In diesem Mittwochsding geht's ums Überleben. Ich denke im Moment viel über das Leben nach. Viele genießen die Zeit, haben ihre Beschäftigung, genießen die Sonne in den letzten Tagen und das Leben. Andere bangen um das Leben ihrer Angehörigen, haben Sorge, selbst zu erkranken. Und viele kämpfen Tag und Nacht um Leben und Tod. Was wirklich wichtig ist im Leben, was zählt, das ahnen wir jetzt. Es schmerzt, die Eltern nicht zu besuchen. Es tut weh, die Enkelkinder nicht zu sehen. Wie gut würde jetzt ihr Lachen tun? Gott kennt das Leben. Er hat's erlebt. Er ist Mensch geworden und hat mit den Menschen gegessen und getrunken. Er hat mit ihnen gesprochen. Er hat sie geheilt und Wunder getan. Aber er hat auch erlebt, wie schmerzhaft das Leben sein kann. Sein Leben endet am Kreuz. Und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Das hat nicht nur das Leben damals geändert, sondern ändert auch das Leben heute. Wenn ich nachdenke, dann stütze ich meinen Kopf auf die Hand und lege den Zeigefinger auf die Lippe. Da ist so ein Grübchen. Das tut gut. Es gibt eine Legende, die sagt, dass Kinder, bevor sie geboren werden, im Paradies sind und dann einen Stups bekommen, da wo das Grübchen ist. Und dann haben sie alles vergessen, wie es im Paradies war. Aber das Grübchen bleibt. Der Gedanke tut mir gut, wenn ich so sitze und nachdenke. Alles Leben hat seinen Anfang bei Gott. Und es endet bei Gott. Dann sind wir Gott ganz nah. Und wir wissen, Gott verbindet uns und bleibt bei uns. Das kann uns keiner nehmen. Kein Corona, keine Wirtschaftskrise, kein Tod. Jesus Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben.